Also für die restlichen Vorlesungen, wie viele sind es denn noch? 2,5 Wochen. Wir haben jetzt die benötigte Theorie, Algorithmik. Wir haben ja nicht viel Algorithmik gemacht, aber das Wichtigste haben wir hinter uns, nämlich symmetrische Blockchiffern und Public-Key-Verschlüsselung. Da haben wir RSA angeschaut. Und das ist alles, was man braucht heute. Und Hash-Funktionen, genau. Die drei Sachen, das sind die Elemente. Symmetrische Verschlüsselung, Public Key und Hash-Funktionen. Das haben wir jetzt alles kennengelernt. Und jetzt können wir uns Richtung Anwendungen bewegen und schauen, was kann man mit diesen Tools alles Schönes machen. Ja? Steigen wir ein bei den Einweg-Hash-Funktionen. Schauen wir nochmal kurz die Definition an. Einweg-Hash-Funktionen sind Einwegfunktionen, die beliebig lange Klartexte auf einen Hash-Wert fester Länge abbilden. Also Einweg und Hash, das sind die zwei Eigenschaften. Ja. Hash heißt, Input kann beliebig groß sein, der Output wird immer feste Länge haben. Also wie bei einer Hash-Funktion eben, ein fester Hash-Wert. Ja. Die in der Kryptographie benutzten Einweg-Hash-Funktionen, die haben typischerweise Hash-Werte mit Längen von 160 Bit, sowas in der Größenordnung. Ja. Also das heißt, wir können alles, was wir haben, egal wie viel Gigabyte groß, auf 160 Bit abbilden. Ja? Und natürlich ist es dann bei weitem keine bijektive, also umkehrbare Abbildung, aber erstens wollen wir ja gar keine Umkehrbarkeit haben, ja? Weil wir brauchen dieses Einwegprinzip. Es darf nicht möglich sein, aus dem Hashwert den Originalwert zu berechnen. Okay, also das ist ja genau die Einwegeigenschaft. Und diese Hash-Eigenschaft, die brauchen wir deswegen, weil wir keine gigantischen Datenmengen in der Welt rumschleppen wollen. Nehmen wir doch nur das Beispiel digitale Signatur. Sie wissen alle schon lange, wie digitale Signatur funktioniert. Ich nehme ein Public-Key-Verfahren, zum Beispiel RSA, verwende meinen geheimen Schlüssel und verschlüssele das Dokument, was ich signieren will, mit meinem geheimen Schlüssel. So. Wenn ich das so naiv mache, ist das gar nicht gut. Stellen Sie sich jetzt vor, ich will ein digitales Video mit ein paar Gigabyte digital signieren, dann ist die Signatur, wenn das Video 2 Gigabyte war, ist die Signatur auch 2 Gigabyte groß. Und das wollen wir nicht haben. Ja? Sondern wir verwenden, was machen wir? Wir wenden erst auf unser gesamtes Video eine Einweg-Hash-Funktion an, berechnen den Hash-Wert und der Hash-Wert wird dann digital signiert. Schauen wir uns das vielleicht gleich mal an der Tafel an, das ist wichtig. Ja? Also, digitale Signatur. Und zwar in der Praxis, das ist der Punkt. Wie das theoretisch funktioniert, wissen Sie schon. Aber wie wir das in der Praxis jetzt so hinkriegen können, dass die Signatur nicht viel Speicherplatz kostet, naja, wir wollen unser Dokument M digital signieren. Bisher haben wir das so gemacht, wir hängen an M einfach ESA von M dran. Und SA ist der Secret Key von der Alice. Ja? Das hier ist die Signatur mit dem Public Key Verfahren. Aber dieses Teil ist jetzt so groß wie das. Und jetzt machen wir es besser. M, so, und jetzt gehen wir her und berechnen erst einmal den Hashwert von meinem Klartext M. Also F von M. Und F, das ist die Hash-Funktion. So. Und dieses Ding ist jetzt 160 Bit lang. Und jetzt wende ich darauf meine Signaturfunktion an. ESA von dem Hashwert. So funktionieren digitale Signaturen. Ja? Kann es dann auch nicht vorkommen, dass mehrere
alle Texte die gleiche Signatur haben? Jawohl, das kann vorkommen. Das nennt man eine Kollision. Wie bei allen Hash-Funktionen, bei Hash-Funktionen können Kollisionen vorkommen, auch hier. Und zwar, es können tatsächlich extrem viele Kollisionen vorkommen. Ja? Weil wir für Dokumente beliebiger Länge, wir bilden alles auf 160 Bit ab. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, die Menge aller Dokumente, die existieren könnte, davon werden gigantisch viele jeweils auf einen Hashwert abgebildet. Ist das ein Problem? Haben Sie da ein Problem damit? Wenn ja, dann sagen Sie mir welches. Was zurückschließen aus der Signatur. Okay, also das heißt, jetzt müssen wir mal drüber reden, was wollen wir denn machen mit Signaturen? Wollen wir zurückschließen oder wozu sind die denn da? Jetzt brauche ich aber noch irgendwie weiße Kreide. Ah ja, da hat es noch genug. Was wollen wir denn machen mit einer digitalen Signatur? Eigentlich ist das jetzt ein kleiner Vorgriff, aber das schadet nichts, das machen wir jetzt. Wir wollen einen Kaufvertrag unterschreiben zum Beispiel. Ja? M ist ein Kaufvertrag. Und ich unterschreibe den, also das heißt, ich berechne den Hashwert und unterschreibe den. So. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass ich irgendein anderes Dokument M' habe. Nicht ich, sondern irgendwo irgendjemand auf der Welt. Und dann berechnen wir ESA von F von M'. So. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass eine Kollision auftritt. F von M ist gleich F von M'. Und das wiederum bedeutet dann natürlich, dass die Signatur und die Signatur, dass die beide gleich sind. Das kann passieren. Und jetzt frage ich Sie, und wo ist das Problem dabei? Ist da überhaupt ein Problem? Jetzt nehmen wir doch mal den Extremfall. Wir nehmen eine Hash-Funktion, deren Hash-Wert 1 Bit ist. Nicht 160 Bit, sondern 1 Bit. Warum ist das keine gute Idee? Was kann jeder nachmachen? Jeder kann das fälschen. Wie würde das Fälschen funktionieren? Okay, also Sie können nicht deterministisch fälschen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Signatur richtig erraten, ist 50%. Und das ist nicht gut. Ja? Das ist nicht gut. Also da sehen Sie, es geht wirklich darum, es geht um die Frage, Signaturen fälschen. Ja? Und wenn der Hashwert 1 Bit wäre,
Naja, dann tun Sie halt, wenn Sie eine Unterschrift fälschen wollen, Sie schreiben immer eins hin und wissen mit Wahrscheinlichkeit 50% ist die gefälschte Unterschrift richtig. Ja? Und das ist natürlich viel zu unsicher. Wenn wir 160-Bit-Hash-Werte haben, wie groß ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass wenn einer zufällig rät, dass er dann die Unterschrift erfolgreich fälscht? Naja, die Wahrscheinlichkeit ist 2 hoch minus 160 oder 1 durch 2 hoch 160. Und das ist ungefähr gleich 10 hoch minus irgendwas 53 oder sowas. Ja? Und bei 10 hoch minus 53 brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute vom Blitz erschlagen werden, ist viel größer als das. Ja? Und zwar, dass wir alle miteinander heute vom Blitz erschlagen werden. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Deswegen haben wir 160-Bit-Hash-Werte. Ja? So, aber jetzt lassen Sie uns gerade, wenn wir schon dabei sind, nochmal über dieses Fälschungsszenario genauer reden. Und zwar, ich versuche jetzt mal Verbrecher zu sein und Unterschriften zu fälschen, weil ich will damit Geld verdienen. Ja? Ich möchte zum Beispiel, dass Sie einen Vertrag unterschreiben, in dem drinsteht, dass Sie mir eine Waschmaschine abkaufen und dafür 20.000 Euro zahlen. Ja? Damit mache ich ein gutes Geschäft, weil die Waschmaschine ist 500 Euro wert und Sie zahlen 20.000, 19.500 Euro habe ich gewonnen und zwar ganz legal. Ja? Also Sie haben, ich lege Ihnen dann den Vertrag vor und sage hier, Sie haben unterschrieben, Sie müssen bezahlen. Und am Ende werden Sie sagen, nö, will ich nicht bezahlen, habe ich nie unterschrieben. Und dann gehen wir beide vor Gericht. Und ich lege dann den Vertrag mit Ihrer digitalen, nicht handgeschriebenen, digitalen Unterschrift vor. Und der Richter wird sagen, Sie müssen bezahlen. Ganz klare Sache. Das ist die juristische Situation. So, wie mache ich das? Wie bringe ich Sie dazu, diesen Vertrag zu unterschreiben? Und das erkläre ich Ihnen jetzt. Und zwar, ich tarne mich als Greenpeace-Aktivist. Gehe am Samstag in Ravensburg auf den Marienplatz und mache da so einen Stand auf. Und lege da so eine Unterschriftensammlung aus, Petition für den Schutz der Wale. Und das unterschreiben Sie natürlich gern, weil Sie die Natur retten wollen. Oder egal, Klimawandel ist ja egal. Ja? Wir machen eine Unterschriftensammlung. Und heutzutage macht man das natürlich digital. Sie nehmen Ihren neuen Personalausweis raus und sagen, klar, das signiere ich mit meiner digitalen Signatur. Okay. So, dann, was haben wir dann? Ja, dann habe ich das hier. Das hier habe ich. Wischen wir mal das andere alles weg, damit es klarer wird. Dieses M hier, das ist die Wale-Petition. Und die unterschreiben Sie. Und das heißt, das hier nehme ich mit. So. Und im Vorfeld, am besten schon im Vorfeld, habe ich meine Computer fleißig arbeiten lassen. Und zwar M' ist der Kaufvertrag für die Waschmaschine, die 20.000 kostet. Und für das M' möchte ich Ihre Signatur haben. Das ist der Punkt. Und wie kriege ich die jetzt? Und das funktioniert ganz einfach. Dieses M' und M, nehmen wir mal an, das sind beides Word-Dateien. Ja? Eine Word-Datei, Wahlpetition,
andere Word-Datei, Kaufvertrag. Und jetzt mein Betrugsversuch, der geht jetzt davon aus, dass wir viele Kollisionen haben. Das heißt, jetzt gehen wir her, dieses M' hier, das ist so eine Word-Datei, DIN A4. Und dann kommt hier ein Absatz und da irgendwas und so weiter. Ja? So. Da gibt es natürlich auch viele Leerzeichen in dieser DIN A4-Datei und Tabulatoren. Wichtig sind die unsichtbaren Zeichen da drin. Weil die unsichtbaren Zeichen, die sind ja nicht relevant, was den Inhalt betrifft. Ja? Der Richter, der am Ende Sie verknackt zum Bezahlen, dem ist es egal, wie viele Blanks in der Datei drin stehen. So. Und jetzt nehmen wir mal an, da stehen 50 Blanks drin oder Tabulatoren oder sonst irgendwelche unsichtbaren Zeichen. Ja, das heißt, wir haben 50 unsichtbare Zeichen. Und die unsichtbaren Zeichen sind jetzt Blanks, Tabulatoren und vielleicht noch ein paar andere. 4 verschiedene unsichtbare Zeichen. Wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt, an 50 Stellen 4 verschiedene unsichtbare Zeichen unterzubringen? Naja, für die erste Stelle gibt es 4 Möglichkeiten, für die zweite und so weiter. Das heißt 4 hoch 50. Ja? Möglichkeiten gibt es da. Und das sind, das sind 2 hoch 100. Okay, also wir brauchen 2 hoch 160, schade. Also wir brauchen mehr Stellen. Ja? Wir brauchen halt 80 solche Stellen. Wir brauchen 80 Stellen, wo wir Leerzeichen variieren können. Okay? So. Warum? Weil ich jetzt von dem Kaufvertrag 2 hoch 160 Varianten generieren kann. Und wenn ich das kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Variante von dem Kaufvertrag die gleiche Signatur produziert, wie das hier, also den gleichen Hashwert produziert, wie das hier, sehr groß. Und das muss ich schaffen. Ich muss den Kaufvertrag so manipulieren, dass der Hashwert gleich ist wie der von der Wahlepetition. Wenn ich das geschafft habe, dann muss jeder, der die Wahlepetition unterschrieben hat, 20.000 Euro für die Waschmaschine bezahlen. Hoppla, jetzt los. Und das ist ganz simpel. Absolut simpel. Ich muss nur die Leerzeichen auf dieser DIN A4-Seite variieren. Aber was ist nicht simpel für mich als Betrüger? Weshalb ist das Verfahren trotzdem sicher? Ja, wo ist das Problem? Wo ist mein Problem in der Praxis mit den vielen Möglichkeiten? Die Rechenleistung. Genau. Ich muss erst einmal 2 hoch 160 Varianten von dem Ding erzeugen und dann muss ich 2 hoch 160 mal den Hashwert berechnen. Das muss ich tun. Ja? Und deswegen 160 Bit. Können Sie ausrechnen, wie lange das dauert? Das dauert viel zu lang. Ja? Aber, ist genau der Punkt, eigentlich würden 80-Bit-Hash-Werte schon ausreichen. 80-Bit würden schon ausreichen, aber wir machen 160-Bit, ich erkläre Ihnen gleich warum. Also es ist wie immer in der Kryptographie, wir müssen nur unseren Schlüssel lang genug machen. Das ist das Coole. Wir können die Schlüssellänge variieren. Ja, und warum sind die Schlüssellängen so, wie sie sind heute? Ja, weil wir die eben gerade so lang machen, dass wir genug Sicherheitsreserven haben. Und wenn Sie jetzt hysterisch sind, dann werden Sie sagen, aber ich nehme nicht 160-Bit-Hash-Werte, sondern 320-Bit-Hash-Werte. Und dann ist alles jenseits von Gut und Böse. Okay, aber ich meine, vielleicht nochmal auf diese Eigenschaft der Hashwerte einzugehen, ist wichtig. Es kommt natürlich ganz, ganz essentiell darauf an, wie diese Hash-Funktion F funktioniert.
Diese Hash-Funktion, da dürfen Sie nicht irgendeine Funktion nehmen, wie Sie es in Grundlagen der Informatik für normale Hash-Funktionen gelernt haben. Das dürfen Sie nicht machen. Weil, irgendwo auf einer Folie stand es auch schon, diese Einweg-Hash-Funktionen, die wir hier haben, und das ist eben das Einweg, da muss die Umkehrung unmöglich sein. Sprich, genau diese Geschichte hier. Ich habe ein Dokument und mache eine kleine Änderung. Ich ändere ein Bit an dem Dokument. Durch die Änderung von einem Bit an dem Dokument muss sich der Hashwert dramatisch ändern. Also es darf sich nicht an dem Hashwert auch bloß ein Bit ändern, sondern der muss möglichst, die Hälfte der Bits müssen geflippt werden. Ja? Die Hashwerte dürfen keine Ähnlichkeit haben. Also sprich, oder anders gesagt, diese Funktion, diese Hash-Funktion, die muss extrem unstetig sein. Ich meine, das ist mathematisch nicht ganz exakt, aber das heißt, kleine Änderung am Dokument muss dramatische Änderungen am Hashwert bewirken. Wenn das nicht so ist, dann kann natürlich ein Betrüger mit höherer Wahrscheinlichkeit den Hashwert erraten. Ja? Wir reden gleich über Hash-Funktionen. Ja? Genau. Also ich zeige Ihnen gleich, wie man Hash-Funktionen jetzt implementiert. Genau, das ist genau der nächste Punkt. Starten wir vielleicht damit jetzt. Umsetzungsbeispiel. Schauen Sie, wir haben ja ein Dokument M, das sehr groß sein kann. Und jetzt brauchen wir eine Funktion. So etwas gibt es ja eigentlich in der Mathematik gar nicht. Ja? Eine Funktion, die für Inputs beliebiger Länge funktioniert. Ja? Aber in der Informatik gibt es es sehr wohl. Und zwar machen wir das so, wir teilen unser Dokument M auf in Blöcke. So wie wir das bei den Blockchiffern auch schon gemacht haben. Ja? Und zwar in Blöcke fester Länge. Und für solche Blöcke fester Länge haben wir eine Einwegfunktion F. Ja? Diese Einwegfunktion F, die wenden wir an auf den iden Block und auf hi-1. Und was ist denn hi-1? Jetzt müssen wir doch hier anfangen. Also wir sagen h0 gleich 0. Also der initiale, erste iterierte Hashwert, da nehmen wir einfach 0. Und jetzt iterieren wir hier. Wir wenden dieses Iterationsverfahren an, also zum Beispiel bei m1, also h1 ist dann f von m1, 0, weil h0 ist 0. Ja? Dann kriegen wir einen ersten Hashwert. Diesen ersten Hashwert nehmen wir jetzt und rechnen für m2 aus, f von m2 und h1 ergibt dann h2 und so weiter. Und das machen wir, bis wir beim letzten Block angekommen sind. Und dieser letzte Wert, hk, beim Kartenblock, das ist der Hashwert von unserer Nachricht m. Das ist ein ganz einfaches Verfahren, mit dem wir mit einer Einwegfunktion für Argumente fester Länge eine Einwegfunktion für beliebig lange Dateien produzieren können. Und das hat dann die gewünschten Eigenschaften, wenn f eine kryptografisch sichere Einwegfunktion ist. Das heißt, eben diese Ähnlichkeitserhaltung darf in keinster Weise gegeben sein. Und was man natürlich auch schön sieht, ist, der Hashwert HK, der hängt von dem ganzen Dokument ab. Das heißt, wenn Sie in irgendeinem Block ein Bit abändern, wird sich der Hashwert dramatisch ändern. Also dieses Verfahren hat genau die gewünschten Eigenschaften. Wir haben übrigens, und das habe ich damals auch gesagt, schon genau so ein Verfahren kennengelernt. Woher kennen Sie das? Wir teilen unsere Nachricht M auf in viele Blöcke und wenden jetzt iterativ auf einen Block nach dem anderen diese Einwegfunktion an. Und die Einwegfunktion hängt nicht nur vom iden Block ab, sondern auch noch von dem Funktionswert einen Schritt davor. Woher kennen Sie das? DES, aber ja, Sie meinen die 16 Runden von DES oder was? Nee, weiter vorne dran, ich meine bei
von einem Block quasi irgendwie der mit dem verschlüsselten vorhergegangenen Block. Ja. Genau, genau, so ist es. Ja. Genau das haben wir gemacht. Warum haben wir denn das gemacht? Ja. Mit Block mittendrin nicht einfach austauscht werden kann. Genau, damit wir nicht einfach einzelne Blöcke durch deren Chiffretext austauschen können, weil das können wir nämlich genau dann nicht, wenn der verschlüsselte Wert von einem Block von allen Vorgängerblöcken auch noch abhängt. Und genau sowas wollen wir ja jetzt haben. Ja? Das war der sogenannte CBC-Modus für Blockchiffren. Cipher Block Chaining, also so eine Verkettung. Ja? Das haben wir ja damals gemacht, damit wir nicht wie bei einer monoalphabetischen Chiffre einzelne Blöcke austauschen können. Ja? Und genau diesen CBC-Modus, wenn Sie den hernehmen und nehmen den Chiffretext vom letzten Block, dann ist das eine perfekte Einweghash-Funktion. Ja? Und das Verfahren hier, es ist technisch ein bisschen anders, weil wir hier nicht XOR verknüpfen, sondern unsere Hash-Funktionen tatsächlich auf den Block plus den alten Hash-Wert anwenden. Aber im Prinzip kommt es aufs Gleiche raus. Und jetzt schauen wir uns gleich noch an, wie für AES, also das ist in der Originalspezifikation von den AES-Erfindern, da sagen die, und wenn wir AES implementiert haben, dann können wir nach dieser Formel eine schöne Hash-Funktion daraus bauen. Ja? Also hier ist diese rekursive Vorschrift, HI ist gleich EMI von HI minus 1, das ist ganz interessant. Also E ist jetzt der AES-Algorithmus und wir verwenden den aktuellen Block als Schlüssel und verschlüsseln damit den letzten Hashwert. Ja? Und das Ergebnis, was da rauskommt, das tun wir nochmal mit dem letzten Hashwert XOR verknüpfen. Das heißt, wir haben genau so eine Iteration, bei der der nächste Hashwert vom Vorgänger-Hashwert und vom aktuellen Block abhängt. Das heißt, wenn wir eine sichere, gute, symmetrische Blockchiffre haben, dann können wir daraus ganz trivial, zum Beispiel bei AES nach der Formel, eine Einweghash-Funktion bauen. Und ich meine, diese Formel, die ist natürlich von den Erfindern auch überprüft, ob die wirklich sicher ist. Damit kann man ganz gut leben. Okay, gibt es da noch Fragen zur Technik von den Einweghash-Funktionen? Das ist natürlich ein eigenes Teilgebiet der Kryptographie heute und es gibt eine ganze Menge verschiedene Einweg-Hash-Funktionen, also zum Beispiel MD4 und MD5. MD5 ist zum Beispiel unter Linux, da gibt es eine Funktion, die heißt MD5-Sum. Ja? Und die macht nichts anderes, als mit dieser MD5-Einweg-Hash-Funktion einen Hashwert für irgendwelche Inputs zu berechnen. Warten Sie mal, das können wir ja gerade mal schnell ausprobieren hier unter Linux. Was haben wir denn da für Dateien? MD5-Sum von... Zack. Also, wir wenden auf eine Datei, irgendeine Datei MD5-Sum an und kriegen hier den Hashwert raus. Fertig, ja? Wir sollten da bei Systemadministration Vorschriften und sowas machen. Und zwar... alle Dateien suchen, davon den MD5-Bild, den Hashwert und dann sie nach dem Hashwert sortieren lassen, dass wir die doppelten Dateien finden. Aber es ist ja in dem Fall nicht komplett hundertprozentig sicher, weil es gibt ja auch dann andere Dateien, die gleichen Hashwert haben. Wenn Sie auf Ihrem Rechner 260 Dateien haben, dann haben Sie eine signifikante Wahrscheinlichkeit, dass zwei den gleichen Hashwert liefern. Ja? Wenn Sie aber nur 2 hoch 100 Dateien auf Ihrem Rechner haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Kollision auftritt, 2 hoch minus 60, also sehr, 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 sehr klein. Ne? Probieren Sie es doch aus und schauen Sie mal, wie viele Kollisionen Sie finden. Und dann überprüfen Sie, ob die Dateien unterschiedlich sind. Natürlich werden Sie Kollisionen finden, weil Sie Kopien von Dateien auf Ihrem Rechner haben, aber die zählen ja nicht. Also,
Da brauchen wir uns keine großen Sorgen. Wie gesagt, wenn auf dem Rechner 2 hoch 160 Dateien drauf sind, dann kann das sehr wohl passieren. Aber so einen Rechner müssen Sie erst einmal finden, weil 260 Bit, das wären ja lauter 1-Bit-Dateien. Wie viel 260 Bit, ja, das können wir nicht so leicht speichern. Also. Sie können sich auch nicht darauf verlassen, dass Sie den Hörsaal nachher lebendig verlassen können. Ja? Das können Sie nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Blitz uns alle demnächst erschlägt, das ist eh gerade Gewitterstimmung, die ist viel größer als das. Ja? Also sollen wir uns jetzt Sorgen machen, ob wir die Vorlesung überleben oder darüber? Jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle die Vorlesung überleben, ist viel kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert. Das ist genau der Punkt, auf den ich immer wieder hinweisen will. Die Verfahren sind nicht absolut sicher. Aber nichts auf dieser Welt ist absolut sicher. Ja? Gar nichts. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass wir solche Kollisionen kriegen. Klar, ist so. Aber, und das ist ja genau das Gute, wir können unsere Schlüssel oder unsere Hashwerte so lang machen und das tun wir auch, dass diese Wahrscheinlichkeiten exotisch klein sind und das ist für praktische Zwecke null. Ja? Okay, ich meine, dieses MD5 ist heute für kryptografische Zwecke. Da gab es schon Angriffe und für Hochsicherheitsanwendungen sollte MD5 nicht mehr verwendet werden. Ja. Trotzdem wird die Wahrscheinlichkeit, dass auf Ihrem Linux-System so eine Kollision auftritt, das wird nicht passieren. Ja. Besser ist zum Beispiel SHA oder SHA1. Das sind sichere Hash-Funktionen. Genau. Und dann gibt es noch zum Beispiel RIPE-MD, das ist in Europa entwickelt, deswegen muss man sowas auch mal erwähnen. Ja, gut. Passwortverschlüsselung. Das ist die nächste Anwendung für Einweg-Hash-Funktionen. Und zwar, das ist so einfach, wie man sich es bloß vorstellen kann. Fangen wir erst einmal mit der naiven Methode. Also wenn man es ganz naiv macht und man möchte jetzt einen passwortgeschützten Zugang zum Rechner haben, naja, dann geht man her und jeder Benutzer kann sich ein Passwort auswählen und diese Passwörter werden in einer Passwortdatei im Klartext auf diesem Rechner gespeichert. So. Wenn der Benutzer sich einloggt, dann tippt er sein Passwort ein und das eingetippte Passwort wird mit dem gespeicherten verglichen. Und nur wenn die beiden gleich sind, dann darf der rein. So. Das hat natürlich offensichtliche Nachteile, weil wenn die im Klartext auf dem Rechner stehen, dann kann natürlich jeder Benutzer in die Passwortdatei reinschauen und kann sich dann unter dem Account von anderen einloggen. Okay, jetzt kann man natürlich die Rechte auf dem Rechner so vergeben, dass nicht jeder Benutzer die Passwortdatei lesen kann, sondern nur der Root. Aber da hat immerhin der Superuser Zugang zu allen Passwörtern, das ist auch nicht so schön. So, das Problem lösen wir ganz simpel und elegant mit Einweg-Hash-Funktionen. Wir speichern auf dem Rechner nicht mehr alle Passwörter. Also, wenn wir jetzt die naive Variante wäre ja folgende. Wir haben so eine Datei. Da steht U1 ist der User 1 und Passwort 1, dann U2, P2 und so weiter. Ja, das wäre die naive Variante, die wir nicht gut finden. Jetzt gehen wir her und machen Folgendes. Wir speichern U1, und jetzt F von P1. U2, F von P2 und so weiter. Und diese Fs, das F, das ist eine Einweg-Hash-Funktion. So. Jetzt können wir sogar die Datei einfach im Klartext speichern. Könnte vielleicht da hinten jemand mal kurz die Tür zumachen? Das würde es doch ein bisschen störend hier.
Warum ist das jetzt kein Problem mehr? Weil das F eine Einweg-Hash-Funktion ist. Das heißt, es gibt keine Chance, aus dem Hash-Wert, der da steht, auf das Passwort zurückzuschließen. Ja? Weil, schauen Sie, hier ist das Passwort im Klartext gespeichert. Hier nicht. Hier ist nur der Hash-Wert gespeichert. Vielleicht sollten wir noch mal kurz überlegen, was passiert denn, wenn der User sich einloggt. Wenn der U1 sich einloggt, ja, dann hat er hier sein Passwortfenster, dann gibt er ein P1. Aus diesem P1 rechnet mein Rechner, weil der kennt ja die Einweg-Hash-Funktion. Übrigens, die Einweg-Hash-Funktion, die darf jeder kennen. Die ist öffentlich bekannt. MD5-SAM zum Beispiel. Der berechnet F von P1. Und dann vergleicht er, Fragezeichen, ist es gleich diesem gespeicherten Wert. Also der berechnete Wert wird verglichen mit dem gespeicherten. Es werden nur die beiden Hash-Werte verglichen. Wenn die gleich sind, darf der rein. Wenn nicht, dann halt nicht. Fertig. Aber hier drin in der Datei gibt es keinerlei Information über die Passwörter. Und wenn das eine kryptografisch sichere Einweg-Hash-Funktion ist, dann hat auch keiner eine Chance, rückwärts aus dem Hash-Wert das Passwort auszurechnen. So funktioniert Passwortverschlüsselung heute. Das wollte ich auch machen. Und dann haben Sie im Internet gesagt, dass irgendwelche Anbieter Rainbow-Tabellen anbieten. Was für Tabellen? Rainbow-Tabellen. Ah, das ist ein neuer Begriff. Ja. Also, dass man irgendwie was. Ich habe dann gedacht, das geht nicht, aber die meinen halt, dass man irgendwie noch was, also es halt unsicher wird. Ja, ist es auch, ist es auch. Okay. Genau, und darüber reden wir jetzt gleich. Ja? Also das ist meine nächste Folie und die heißt, bei mir heißt nicht Rainbow-Tabellen, sondern Wörterbuchangriff heißt es. Ja? Also vermutlich ist diese Rainbow-Tabelle ein Wörterbuch. Ja? Und zwar... Der Punkt ist der, also der Angriff funktioniert deswegen, weil die meisten Benutzer keine guten Passwörter wählen, sondern die wählen den Namen von der Freundin oder das Geburtsdatum oder sonst irgendwas. Das heißt, aus der gigantisch großen Menge aller Passwörter, wie viele Passwörter gibt es denn? Überlegen wir uns das vielleicht mal ganz kurz. Da müssen wir natürlich irgendwelche Annahmen machen. Wie lang sind denn jetzt Passwörter typischerweise? Also nehmen wir mal 8 Zeichen. Ja? Nehmen wir mal an, die User verwenden alle Passwörter, die höchstens 8 Zeichen lang sind. Wie viele Tastaturzeichen haben wir? 100? Nö, nehmen wir nicht 100, nehmen wir mal 60. 8 hoch 60 Passwörter, sowas in der Größenordnung. Oder warten Sie, hab ich das nicht hier ohnehin schon ausgerechnet? Genau, hier. Das ist ausgerechnet die Zahl der Passwörter, wenn wir 96 Tastaturzeichen nehmen und Passwörterlänge 6. Ja? Dann gibt es 96 hoch 6, die 13 Byte vergessen wir jetzt gerade mal für einen Moment, 96 hoch 6 Passwörter. Das müssen wir schnell ausrechnen. (7.8 × 10⁻¹⁰ Passwörter gibt es. Ja? Also, und zwar, das ist wirklich die gesamte Zahl aller möglichen Zeichenkombinationen mit 6 Zeichen. Ja? Wenn wir jetzt 8 Zeichen nehmen, dann sind es 96·8 und das sind dann schon 7 × 10⁻¹⁵. Okay. Und das ist natürlich schon eine ganz schön große Zahl. So viele verschiedene Passwörter gibt es. Wie könnte man jetzt ganz naiv unsere Hash-Tabelle knacken? Also die gespeicherten Hash-Werte. Nochmal, müssen wir die Datei nochmal anschauen. U1, F von U1. U2, F von U2.
So, was macht jetzt der Angreifer, wenn er das so naiv macht? Der nimmt diese 7 mal 10 hoch 15 8 Zeichen langen Klartexte, also alle möglichen 8 Zeichenkombinationen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle möglichen Kombinationen von Tastaturzeichen, so viele sind es, nimmt daher. Die Hash-Funktion ist ja bekannt. Die wendet er auf alle an und vergleicht die berechneten Werte alle mit denen, die da drin stehen. Und sobald er eine Kollision hat, hat er ein Passwort geknackt. Er hat übrigens das Passwort geknackt, ohne das Passwort zu kennen. Ah doch, klar, sorry. Dann kennt er natürlich das Passwort. Dann kennt er das Passwort. Dann weiß er, welcher Klartext erzeugt den Hashwert. Und dann hat er das Passwort. Ja, das Passwort ist ja nicht unbedingt das Passwort, was er wirklich hat. Es können ja mehrere Passwörter auf den Hashwert zutreffen. Genau, stimmt. Das ist vielleicht gar nicht das Passwort von dem User, aber ist ja egal. Er kann sich jedenfalls damit einloggen. Ja? Bloß der Aufwand, der ist zu groß. Warum ist der zu groß? Weil der 10 hoch 15 mal die Hash-Funktion anwenden muss. Und Hash-Funktionen zu berechnen, haben Sie ja gesehen, was wir da machen. Wir brauchen die Iteration und so weiter. Wir brauchen so eine symmetrische Chiffre, die da dahinter steckt. Das kostet schon ein bisschen Rechenzeit. Das geht nicht in einem Taktzyklus. Ja? Das braucht vielleicht eine Hundertstel Sekunde oder so. Ja? Und jetzt rechnen Sie aus, 10 hoch 15 mal eine Hundertstel Sekunde macht 10 hoch 13 Sekunden, 10 hoch 7 Sekunden hat ein Jahr, das heißt, wir sind bei 10 hoch 6 Jahre, eine Million Jahre. Ja? Sowas bezeichnen wir als sichere Passwortfunktion, wenn das naive Knacken eine Million Jahre dauern würde. Ich glaube, da können wir gut damit leben. Ja? So, und jetzt kommt aber unser Wörterbuchangriff. Der funktioniert viel intelligenter. Und zwar, der geht her, da gibt es so gängige Listen mit Passwörtern, zum Beispiel 100.000, die 100.000 häufigsten Passwörter. Ja, da macht man jetzt halt Statistik. Fragen Sie mich nicht, wie man das macht, das haben die Angreifer sich sicher überlegt. Die haben Zugang zu irgendwelchen Servern mit ganz vielen Usern drin und dann irgendwie aus den 100.000 gängigsten Passwörtern, die nimmt man. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein zufälliger User eins von diesen 100.000 gängigsten Passwörtern hat, ist relativ hoch, weil das sind ja die 100.000 häufigsten. Das heißt, jetzt haben wir kommen quasi von diesen 10 hoch 15 verschiedenen möglichen Passwörtern, reduzieren wir das Ganze auf 100.000. Jetzt müssen wir nur noch die 100.000 wichtigsten Passwörter per Einweg-Hash-Funktion verschlüsseln und dann mit dieser Datei vergleichen. Das ist der Wörterbuchangriff und der geht effizient. Ja? Also Sie können auch solche Passwort-Crack-Programme finden Sie im Internet, inklusive den 100.000 gängigsten Passwörtern und dann müssen Sie nur noch so eine Passwortdatei sich irgendwo besorgen und dann knacken Sie die Passwörter. So, und um das zu erschweren, macht man heute mehrere Dinge. Erstens einmal wird, also bei Windows weiß ich es nicht, aber bei Linux-Systemen ist die Passwortdatei schon gar nicht mehr im Klartext lesbar. Die ist schon verschlüsselt. Wie heißt denn das jetzt? Wer weiß das zufällig? Also früher gab es eine PassWD-Datei, das habe ich noch erlebt, das weiß ich noch gut. Da konnte man wirklich... Also nicht die Passwörter im Klartext, aber die Hashwerte. Die Hashwerte, die standen da explizit drin. Ja, man konnte das alles lesen. Heute ist es zusätzlich noch verschlüsselt. Shadow heißt es da. Genau. Also wie ist denn das unter, ich glaube, ETC PassWD war es früher und heute unter ETC Shadow gibt es so ein Verzeichnis, wo das Zeug dann verschlüsselt liegt. Müssen wir schauen. Ja. Okay. Das ist die erste Maßnahme, die aber nicht sehr viel bringt. Ja? Und die zweite Maßnahme, das ist diese Möglichkeit hier mit dem sogenannten SALT. Man geht her und tut, bevor ich das Passwort
verschlüssle. Oh, sorry, hier ist ja natürlich falsch, hier U1, das muss P1 heißen und P2. Also bevor ich so ein Passwort P verschlüssle, hänge ich hinten dran noch so einen Sold-Wert. Ja? Also dieses Passwort, das wird jetzt binär kodiert und dann hänge ich noch 12 zufällige Bits dran. Ja? 12 zufällige Bits hänge ich noch dran. Das heißt, hier in meiner Passwortdatei steht jetzt Folgendes drin. Da steht der Username, dann steht dieser zufällig für den Benutzer generierte Salt-Wert. Also diese 12-Bit Salt stehen explizit drin, im Klartext sogar. Und dann kommt F von P1, S. So steht es im Prinzip da drin. Und für den genauso, also S1, S2, F von P2, S2, so. So funktioniert die Passwortverschlüsselung mit dem Salt. Warum ist das jetzt sicherer? Naja, schauen Sie, die Hashwerte, die da drin stehen, sind jetzt nicht mehr explizit die Hashwerte aller Passwörter. Jetzt der Angreifer, der nimmt jetzt seine Wörterbuchliste mit den 100.000 gängigsten Passwörtern. Und wenn er nur aus den 100.000 gängigsten Passwörtern die Hashwerte berechnet, dann nützt ihm das hier gar nichts. Weil das sind ja die Hashwerte von den Passwörtern mit Salt zusammen. Das heißt, jetzt muss er hergehen und muss diese 100.000 gängigsten Passwörter alle, jedes einzelne Passwort noch mit allen 12-Bit Salt-Werten verknüpfen und dann verschlüsseln. Wie viele 12-Bit-Werte gibt es? Ja, 2 hoch 12 und das sind 4096. 4096 Salt-Werte. Ja? Das heißt, der Aufwand für diesen Angriff wird um einen Faktor 4096 größer. Das ist alles. Ja? Aber immerhin, Faktor 4000 ist ja auch schon mal ein bisschen mehr Sicherheit. Wenn unser Angreifer an die Datei rankommt für die MD5-Summe, hat er automatisch einen S1-Wert, das ist ein Salt-Wert. Genau, sehr gut. Wenn der Angreifer an die Datei rankommt, dann hat er automatisch den Salt-Wert und dann muss er nur noch die Hash-Funktion auf Salt-Wert, also der Salt-Wert ist gegeben und jetzt muss ich nur noch 100.000 Mal für alle Standardpasswörter. Absolut richtig, absolut richtig. Und Sie fragen zu Recht, was bringt das blöde Salt? Das hilft ja gar nichts. Es hilft ein bisschen was. Es hilft ein bisschen was. Ja? Und zwar, was die Angreifer normalerweise tun, also ohne Salt, was der Angreifer ohne Salt tut, der tut offline, bevor er überhaupt auf meinen Rechner Zugang hat, für die 100.000 Passwörter alle Hashwerte berechnen. Und vergleicht dann nur noch die vorher berechneten Hashwerte mit dem Zeug. Das kann er jetzt nicht mehr machen. Jetzt muss er nämlich erst in die Datei reingehen und den Salt-Wert auslesen und dann diesen speziellen Salt-Wert mit 100.000 Dingern verknüpfen. Ja? Oder er kann natürlich auch vorher ausrechnen, wenn er vorher berechnet, dann muss er halt statt 100.000 Hashwerte 2 hoch 12 mal 100.000 Hashwerte ausrechnen. Also für jedes von den 100.000 Standardpasswörtern muss er alle Salt-Werte ausprobieren. Die Datei wird natürlich viel größer. Und das habe ich hier ausgerechnet. Passen Sie auf. Und zwar die 732, das ist die Menge der Standardpasswörter, die so ein populärer Crack-Angriff verwendet. Ja, deswegen habe ich die Zahlen genommen. Hier 732.000 übliche Passwörter. Dann 13 Byte, das ist die Länge von dem Hashwert, der da drin steht. Ja, das heißt, wir haben hier den Hashwert und dann noch 4096 mal vervielfacht, weil wir ja alle Salt-Werte noch probieren müssen. Ja, und das ist dann die Größe von der Datei. Und die ist 39 Gigabyte groß. Ja? Das heißt, was und das ist quasi der Angriff, der vorher für alle Salt-Werte, alle Standardpasswörter durchprobiert. Und dann haben wir diese große Datei mit den Hash-Werten
Und jetzt gehen wir her, gehen auf den Rechner drauf, schauen uns die Passwortdatei an, vergleichen alle Hashwerte hier mit allen Hashwerten da drüben. Und warten Sie mal, wir müssen natürlich die Salt-Werte müssen auch noch zusammenpassen, das ist klar. Ja? Genau. Ja? Wenn er die Datei sieht, ist dann nicht eh schon alles zu spät? Wenn wer welche Datei sieht? Wenn der Angreifer die Datei sieht, wo die ganzen Passwörter sind, dann ist noch meistens schon im System drin. Oder? Und man gibt es mal ein Beispiel, dass er nur die Datei sieht, die nicht drin ist. Zum Beispiel, es könnte ja sein, dass der Angreifer irgendwie unter irgendeinem Account, mit dem er nicht viel machen kann, auf den Rechner reinkommt, die Datei klaut und dann vielleicht das Root-Passwort rauskriegen will. Oder das Passwort von irgendeinem anderen User. Ja? Ich meine, wenn ich irgendein User bin, dann kann ich ja nicht an alles ran. Ja? Sondern ich will vielleicht der andere User sein, was weiß ich. Ja? Aber wissen Sie, eigentlich brauche ich auf die Frage gar nicht eingehen, weil wir müssen hier für die Kryptographie immer die schlechtestmöglichen Annahmen machen. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich annehmen, der Angreifer kommt an die Passwortdatei ran. Ja? Weil wenn wir annehmen, der kommt an die Passwortdatei gar nicht ran, okay, dann ist der Angriff sowieso hinfällig. Ja? Aber wir machen immer die schlechtesten Annahmen. Das heißt, wir nehmen an, der kommt auf irgendeinem Wege an die Passwortdatei jetzt ran. Ist es dann immer noch sicher? So müssen wir vorgehen. Ja? Gut. Ja, die Zahl, das haben wir vorhin schon gerechnet. Genau, so jetzt. Reden wir noch kurz über den Geburtstagsangriff, weil das ist der Grund, weshalb unsere Hashwerte 160 Bit und nicht 80 Bit lang sind. Ich habe Ihnen vorhin die Geschichte dieser Greenpeace-Sache da. Ja? Das ist der Angriff, mit dem ich eine Signatur fälschen kann. Haben wir das noch hier an der Tafel? Nö, haben wir nicht mehr. Also, nochmal. Wie funktioniert der Angriff? Ich will, dass Sie dieses Dokument M' unterzeichnen. Tatsächlich sind Sie aber nur bereit, M zu unterzeichnen. Das ist die Wahlepetition, die unterschreiben Sie. Und ich will jetzt Ihre Unterschrift von hier nach da kopieren. Das geht genau dann, wenn die beiden Hashwerte gleich sind. Ja? Ich will ja da quasi so eine Kollision provozieren. Und deswegen, Ihre Signatur hier drauf, die ist gegeben, die habe ich. Und jetzt gehe ich, oder der Hashwert von M, den habe ich. Und jetzt gehe ich her und erzeuge Varianten von M' so lang, bis der Hashwert hiervon mit dem übereinstimmt. Okay? Und da muss ich Größenordnung, wenn der Hashwert 160 Bit lang ist, muss ich Größenordnung 260 Varianten erzeugen. Ja. Und jetzt gibt es aber den Geburtstagsangriff. Also hier haben wir quasi die Rechenzeit ist ungefähr 2 hoch 160, ja, oder ist proportional zu 260. Und jetzt gibt es einen Angriff, der den Aufwand auf 2 hoch 80 reduziert. Und das ist natürlich gigantisch. Der reduziert den Aufwand um einen Faktor 2 hoch 180. Und der Angriff ist sowas von billig, wie man sich es kaum vorstellen kann. Das ist der Geburtstagsangriff. Und zwar basiert der eben auf diesem Geburtstagsproblem. Ich stelle Ihnen jetzt zwei Fragen und ich bin mal gespannt auf Ihre Antworten. Und zwar, wie viele Personen müssen hier in diesem Raum sein,
sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Person heute Geburtstag hat. Sagen Sie mal Zahlen, so grob, größenordnungsmäßig. Andere Vorschläge? Weiter? Sie meinen, weil vielleicht sehr viele Leute gerade zufällig heute Geburtstag haben? Nehmen wir mal an, die sind gleich verteilt. Ja? Ich glaube, das ist auch ziemlich gut der Fall. Also, was haben wir zu 150 und 365? Das liegt beides sehr gut. Ja? Es geht ja nur um die Größenordnung. Ich meine, für eine Wahrscheinlichkeit von 100%, wenn die Leute zufällig hier reinmarschieren, dann brauchen wir sehr viele. Ja? Aber für eine Wahrscheinlichkeit von 50%, was ja auch schon hoch ist, brauchen wir, ich glaube, 220 oder sowas. Ja? Das kann man leicht ausrechnen. So, jetzt kommt meine zweite Frage. Wie viele Leute müssen hier in dem Raum sein, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei der anwesenden Personen am gleichen Tag Geburtstag haben? Jetzt geben Sie Tipps ab. Auch 150. Bitte? Nicht heute, um den gleichen Tag. Auch 150. Weitere Vorschläge? Was meinen Sie? Müssen das mehr sein als bei dem einer Geburtstag heute oder müssen es weniger sein? Eigentlich das Doppelte. Doppelt so viele Leute. Warum? Nicht an dem, nicht heute. Wir reden nicht über heute, sondern zwei Personen am gleichen Tag. Aber übrigens, auch da wäre es nicht richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Herausgegriffener heute Geburtstag hat, ist 1/365. Das ist einfach. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter auch an dem Tag Geburtstag hat, ist auch 1/365. Und wenn die Geburtstage von den beiden Personen statistisch unabhängig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beide gleichzeitig heute Geburtstag haben, das Quadrat davon. Also 1/365 hoch 2. Also viel kleiner als das Doppelte. Das heißt, wir bräuchten viel mehr als die doppelte Anzahl an Personen. Aber das war nicht meine Frage. Meine Frage war eine ganz andere. Wie viele Personen brauchen wir, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben? Also, und die Antwort ist ganz kurz, wir brauchen viel weniger Personen, weil es ja ganz viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Schauen Sie, wenn da jetzt zum Beispiel, die Antwort heißt 22 Leute, ja? Und warum? Überlegen wir mal, wie viele Paare kann ich bilden von 22 Leuten? Und das ist der Punkt. Ja? Jedes Paar von Leuten kann ja am gleichen Tag Geburtstag haben. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für ein so ein Paar, dass die am gleichen Tag Geburtstag haben? 1/365. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie viele Paare kann ich bilden bei 22 Leuten? Wie ist das? Wie viele Paare gibt es bei n Objekten? Wie viele Paare kann man da bilden? Ich glaube, das Ding ist über n über m.
Nö, das ist die n über m ist die Zahl der m-elementigen Teilmengen von einer n-elementigen Menge. Das ist ein bisschen was anderes. Ja. Tatsächlich kann man bilden Paare, bei einer n-elementigen Menge gibt es n mal n minus 1 halbe Paare. Ja. Ohne Paare, ich mit mir selber, weil das ist uninteressant hier. Ja. Und das ist gleich ein halb n Quadrat minus n. Das heißt, für große n, das ist wichtig, für große n wächst es quadratisch mit n. Ja, die Zahl der Paare, die man bilden kann. So, also bei 22 Leuten, rechnen wir es mal aus, ist es etwa die Hälfte von 22 zum Quadrat. Ja, 22 zum Quadrat ist 450 oder sowas, also 220. Ja. Und jetzt sehen Sie, die Zahl der Paare, die ich bei 22 Leuten bilden kann, ist gleich groß wie die Zahl der Leute, die ich bräuchte, damit einer heute Geburtstag hat. Sprich, wir brauchen für die Frage, haben zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag, viel weniger Leute im Raum, als für die Frage, hat einer an einem vorgegebenen Tag Geburtstag. Ja? So, zurück zu den Hash-Funktionen. Schauen Sie diesen Angriff da. Das war die Frage, wie viele Dokumente brauche ich, sodass eines von diesen Varianten den gleichen Hash-Wert wie den hat. Das ist genau die erste Frage, die ich gestellt habe. Und da kommt raus 260. Und jetzt machen wir einen anderen Angriff. Also wir müssen jetzt unser Marienplatz-Szenario mit dem Greenpeace-Geschichte da anders machen. Und zwar, wie müssen wir das jetzt machen? Ja. Schauen Sie, wie haben wir das implementiert auf unserem Rechner? Ich habe das Greenpeace-Dokument erzeugt. Und habe jetzt von dem anderen Dokument Variationen berechnet, so lange bis irgendein Hashwert den vorgegebenen trifft. Dazu brauchen wir 260 Varianten. Jetzt machen wir aber die andere Frage, wie viele Personen, also wie viele Hashwerte brauche ich, sodass in der Menge aller Hashwerte zwei gleich sind. Das heißt, wir gehen jetzt her und nehmen dieses Dokument und tun, also an der Wahlepetition wird auch modifiziert. Wir drehen an der Wahlepetition mit den Leerzeichen so lang rum und erzeugen ganz viele Hashwerte. Parallel auf dem zweiten Rechner machen wir das für unseren getürkten Kaufvertrag. Und dann lassen wir außerdem noch ein Programm laufen, was immer diese Menge der Hashwerte vergleicht. Und sobald zwei gleiche entstanden sind, sind wir fertig. Und der Angriff braucht dann nur noch die Wurzel an Rechenzeit, nämlich 2 hoch 80. Das ist der Geburtstagsangriff. Und jetzt wissen Sie, warum die Hashwerte die Länge 160 Bit haben müssen. Weil wir mit 160 Bit Hashwerten mit dem Geburtstagsangriff den Aufwand auf 2 hoch 80 reduzieren. Also nochmal nicht das Greenpeace-Dokument erzeugen und unterschreiben lassen, sondern wir tun vorher viele Varianten davon probieren, viele Varianten davon und das Spiel machen wir so lange, bis zwei Hashwerte gleich sind. Und da ist der Aufwand halt nur noch 2 hoch 80, geht also viel schneller. Das müssen wir natürlich im Vorfeld machen, weil wenn wir auf dem Marienplatz die Unterschriften gesammelt haben, dann ist es zu spät. Okay, ich habe hier noch ein bisschen Mathematik dazu, da wird es tatsächlich ausgerechnet. Aus Zeitgründen lassen wir das weg. Das können Sie sich gerne anschauen, ist eine nette Rechnung. Jetzt schauen wir uns Zero-Knowledge-Protokolle an. Ja? Und zwar, warum? Naja, weil, genau wie Sie gesagt haben, wie haben Sie gesagt, wie hieß das nochmal, nicht der Wörterbuchangriff, sondern Rainbow-Datei, Rainbow-Tabelle.
Weil genau dieses Passwortverfahren nicht sicher genug ist, weil es eben diesen Rainbow- oder Wörterbuchangriff gibt. Wir brauchen was Besseres. Wir brauchen was Besseres. Ja? Übrigens, es gibt natürlich noch weitere Gründe, weshalb Passwörter gar nicht, also diese Passwortverschlüsselung gar nicht so toll und sicher ist. Ja? Man muss da an vielen Stellen aufpassen. Heute tun wir uns ja ganz oft remote einwählen. Wir sitzen nicht an dem Rechner, auf den wir uns einwählen, sondern wir machen das übers Internet. Der größte Fehler, den man machen kann, ist natürlich der, dass das Passwort im Klartext übers Internet übertragen wird. Sowas passiert heute hoffentlich nirgends mehr, aber ja, so ganz sicher können wir da nicht sein. Also, das heißt, wir haben hier unseren Server S. Und jetzt wollen Sie sich von Ihrem Client irgendwo auf dem Server einloggen. Und dazwischen ist das Internet. Ja? Und wenn jetzt hier Ihr Passwort P im Klartext übers Internet übertragen wird und erst der Server den Hashwert daraus berechnet, dann ist das natürlich so unsicher, wie es nur sein kann. Sowas darf niemals passieren. Ja? Also Passwörter dürfen einfach niemals im Klartext übertragen werden. Eine Möglichkeit, die schon ein bisschen besser ist, ist, dass Ihr Client, der rechnet schon F von P aus, weil die Hash-Funktion ist ja bekannt, die kennt auch der Client. Ja? Also rechnet der Client schon den Hashwert aus, dann geht nur der Hashwert übers Netz. Und wenn einer jetzt den Hashwert abfängt, dann kennt er noch lange nicht Ihr Passwort. Gut, dann kann er mit Wörterbuchangriff und so weiter vielleicht Ihr Passwort rauskriegen. Ja? Aber zumindest hat er nicht Ihr Passwort im Klartext. Aber übrigens, der Angreifer, der braucht gar keinen Wörterbuchangriff fahren. Wenn der ein bisschen beim USADL ganz gut aufgepasst hat, dann reicht es ihm völlig, wenn er den Hashwert kennt. Dann muss er sich halt hier in diese Leitung einklinken. Der tippt nicht mehr da auf dem Client das Passwort ein, sondern der überträgt über diese IP-Verbindung einfach den Hashwert. Und der Server, der will das Passwort sowieso gar nie sehen. Der will sowieso bloß den Hashwert sehen. Das heißt, wenn ich einmal den Hashwert abhöre, dann ist die Verbindung geknackt. Das heißt, wenn ich mich auf der Protokollebene hier in die Verbindung einklinken kann, dann gebe ich halt den Hashwert an den Server und der Server wird mich einlassen. Fertig. Diesen Angriff nennt man Replay-Angriff. Ja? Replay, weil ich höre hier ein Geheimnis ab und spiele das wieder ein und dann bin ich drin. Und damit müssen natürlich alle Authentifikationsverfahren gegen Replay-Angriffe gewappnet sein. Ja? So, und eine Klasse von Methoden, um das Problem zu lösen, die nennt man dann Zero-Knowledge-Protokolle. Ja? Zero-Knowledge deswegen, weil bei meinem Einwahlversuch darf kein Wissen über mein Geheimnis, über mein Passwort bekannt werden. Und das ist natürlich Wissen, weil das ist alles. Ich brauche nur den Hashwert, dann bin ich drin. So, und jetzt brauchen wir ein Protokoll, das dafür sorgt, dass der Replay-Angriff nicht funktioniert. Das heißt, da wandert zwar Information hin und her, aber das nützt dem Angreifer beim nächsten Mal gar nichts, weil beim nächsten Mal eine völlig andere Kommunikation abläuft. Ja? Also schauen Sie, da passiert tatsächlich eine Kommunikation. Sie können sich das jetzt so vorstellen. Angenommen, was weiß ich, ich bin der Pförtner an einem Gebäude und Sie wollen rein. Ja? Und ich stelle Ihnen jeweils eine Frage. Ich weiß einiges über Sie und jetzt frage ich heute, wie heißt denn Ihre Oma? Ja? Wenn Sie mir die richtige Antwort geben, dürfen Sie rein. Wenn Sie morgen wiederkommen, dann frage ich nicht mehr, wie heißt Ihre Oma, sondern dann frage ich, wie heißt Ihre Freundin. Ja? Das heißt, wenn einer jetzt eine Maske aufsetzt und so aussieht wie Sie morgen und das gestern abgehört hat, dann weiß er zwar, wie Ihre Oma heißt, aber wie die Freundin heißt, weiß er noch lange nicht. Das ist die Idee hinter dem Ganzen. Ja? Zero-Knowledge-Protokolle. Und wir schauen als erste Variante das Challenge-and-Response-Protokoll an und das ist tatsächlich, wird sehr häufig eingesetzt. Ja? Das ist ein bisschen klein hier. Kann man das lesen? Ja? Okay.
Also wir haben Alice und Bob. Die Alice möchte sich auf dem Server Bob authentifizieren. Ja? So, als erstes gibt sie ihre Benutzerkennung ein und der Bob, der sucht jetzt zu dieser Benutzerkennung in seiner Datenbank den Schlüssel, also sprich das Passwort. Ja? Jetzt geht er her und wählt eine Zufallszahl. Diese Zufallszahl, die schickt er zurück an die Alice. Und die Alice, die geht jetzt her und tut ihr Passwort zusammen mit der Zufallszahl, also das klebt sie einfach aneinander, konkateniert, und jetzt wird die Hash-Funktion darauf angewendet. Also F ist eine Hash-Funktion, K ist ihr Passwort, K' ist ihr Passwort, R ist die Zufallszahl. Dieser Hashwert, den nennen wir jetzt Rest-Strich, der wird hier rüber geschickt. So, und jetzt geht der Bob her, der nimmt das Passwort, was er aus dem Server kennt, was gespeichert ist, hängt auch die Zufallszahl dran, wendet auch die Hash-Funktion an und vergleicht sein Rest mit dem Rest-Strich, was von Alice kommt. Wenn die beiden gleich sind, darf die Alice rein, sonst nicht. So, und dieses Protokoll ist jetzt absolut sicher gegen den Replay-Angriff. Schauen Sie, was geht denn übers Netz? Ja, die ID, der Name von der Alice, das geht hier sowieso auch vorher schon übers Netz. Aber jetzt wird es interessant, hier kommt eine Zufallszahl. Und die ist natürlich jedes Mal eine andere. Und weil die Zufallszahl jedes Mal eine andere ist, ist das Reststrich, was hier rüber geht, auch jedes Mal was anderes. Also die einzige Änderung, die wir machen, ist, wir tun an das Passwort noch die Zufallszahl dranhängen und den Hashwert anwenden, und dann geht das übers Netz. Und dann funktioniert so ein Replay-Angriff nicht mehr, weil dieses Reststrich nützt dem Angreifer beim nächsten Mal gar nichts. Ja? In welcher Größe bewegt sich das auch, wenn es dann wieder bei 4096 wieder soll antrifft, dann ist dann wieder... Genau, das R muss natürlich lang genug sein. Also da dürfen wir nicht 12-Bit nehmen, aber das ist ja kein Problem. Da können wir 100-Bit oder 1000-Bit nehmen. Ich meine, das kostet uns doch keine Rechenzeit, 1000-Bit zu übertragen. Oder 100, also 100-Bit reichen ja auch schon aus. Ja? Okay, das ist ein schönes Protokoll. Wie gesagt, das müssen Sie sich merken, ist wichtig. Aber das hat auch noch einen Nachteil. Sehen Sie das Problem schon hier? Das hat gegenüber dem klassischen Passwortmechanismus, den wir gerade vorhin angeschaut haben, einen unangenehmen Nachteil. Der Nachteil ist dieser Punkt hier. Sucht zu der ID den Schlüssel K in der Datenbank. Das heißt, hier ist die Annahme, dass der Bob tatsächlich die Passwörter im Klartext auf seinem Server drauf hat. Das hatten wir hier ja schon lange ausgeschaltet bei unseren gehashten Passwörtern. Bei uns stehen nur noch die Hashwerte in der Datenbank drin. Aber hier, der Bob braucht die Passwörter im Klartext. Weil er muss ja jedes Mal für die neue Zufallszahl, muss er dieses Ding ausrechnen können. Und dazu braucht er K. Und das ist durchaus kritisch. Ich muss Ihnen eins sagen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt der Betreiber eines Rechenzentrums oder der Admin im Rechenzentrum, ich würde keine solche Passwortliste haben wollen. Würde ich niemals wollen als Betreiber des Rechenzentrums. Warum? Naja, damit bin ich ja allmächtig. Wenn ich die Passwörter alle kenne, auch wenn ich jetzt anständig bin, im Prinzip kann ich auf alle Nutzerdaten zugreifen als Admin. Über die Passwörter. Und das ist gefährlich, weil damit, wie soll ich sagen, bin ich potenziell angreifbar. Die Nutzer können kommen und sagen, der Erdl als Admin, der hat meine Daten kaputt gemacht, weil der hat ja mein Passwort. Sonst hat niemand mein Passwort, das kann ich garantieren. Aber der Admin, der war's.
Und gegen diesen Vorwurf bin ich gefeit, wenn es gar keine Passwortdatei gibt. Und, oder anders gesehen, aus der Sicht des Benutzers, Benutzer sind ja manchmal auch skeptisch und sagen, boah, der Admin hat mein Passwort, dem traue ich nicht, ne, da will ich gar nicht rein. An der Hochschule studiere ich gar nicht. Wenn der Admin das Passwort kennt, da will ich nicht hin. Ja? Also das ist schon eine Schwäche von dem Verfahren. Und deswegen brauchen wir noch was Besseres. Und zwar Zero-Knowledge-Protokolle. Und die Idee ist, jemand davon überzeugen, dass man ein Geheimnis kennt, ohne jedoch auch nur ein Bit an Information preiszugeben. Mir fällt da immer dieses Kinderspiel ein, das ich auch von meiner eigenen Kindheit noch kenne. Edge Badge, ich weiß was, was du nicht weißt, aber ich sag's dir nicht. Ja? Und das ist genau das. Das ist genau das. Ja? Und dann, warten Sie, und dann geht das Spiel ja weiter. Und dann sagt der andere, ah, das stimmt ja gar nicht, du weißt doch gar nicht, du weißt es gar nicht, du tust bloß so. Und dann geht es darum, wie überzeuge ich den davon, dass ich es weiß, ohne ihm das zu sagen? Das ist genau der Punkt. Und das sind Zero-Knowledge-Protokolle. Ich kenne mein Passwort und ich überzeuge den Server davon, dass ich es kenne, aber der erfährt es gar nie. Das ist der Punkt. Und da gibt es ein wunderschönes Beispiel von dem guten Herrn Niccolo Tartaglia. Der Tartaglia war ein italienischer Mathematiker, der 1535 die Formel zum Lösen von kubischen Gleichungen entdeckt hat. Kubische Gleichungen, das lernt man in der Schule schon gar nicht mehr. Da gibt es eine Lösungsformel, so wie für quadratische Gleichungen, die ist aber nicht mehr so trivial. Und die, vor allem ist es überhaupt nicht trivial, diese Formel zu finden. Ja? Aber der hat die entdeckt, die Formel. Und jetzt war das damals, ich meine, das war ja noch zu Zeiten, wo das Leben viel gefährlicher war als heute. Zu den Zeiten sind Wissenschaftler noch umgebracht worden, weil sie Dinge gefunden haben, die der Kirche nicht gepasst haben. Ja? Und der Tartaglia, da gibt es eine Geschichte, gibt es auch ein Buch über den, in dem wird so sein Wesen beschrieben. Das war so ein typischer Mathematiker, so ein ganz introvertierter, schüchterner Mensch, der eben auch sich nicht toll präsentieren konnte, aber sehr klug war. Ja? Und der Tartaglia, da gab es einen Konkurrenten, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aus Venedig, ein Mathematiker, sorry. Und der war das genaue Gegenteil. Der war in Mathe schlecht, aber das war so ein Schwätzer, Präsentierer. Und der Tartaglia hat Angst gehabt, dass der andere oder auch andere Mathematiker ihm die Erfindung klauen. Quasi, er macht es publik und weil er sich nicht präsentieren kann, das kriegt gar niemand mit, und die schreiben dann das Paper und werden berühmt und dann heißt er sowieso, hat es erfunden und nicht der Tartaglia. Was hat der Tartaglia gemacht? Er hat ein Zero-Knowledge-Protokoll angewendet. Er hat zu diesen anderen Mathematikern gesagt, hey, ich weiß, wie man kubische Gleichungen löst, aber ich sag's euch nicht. Ich sag euch nicht, wie es geht. Ja? Und dann sind die gekommen und haben gesagt, ja, dann beweis doch mal, dass du es kannst. Und das hat er gemacht. Ja, wie macht er das? Schauen Sie, nehmen Sie mal an, Sie wären jetzt der Tartaglia und hätten es erfunden. Dann gehen Sie her und sagen zu mir, ich beweise Ihnen, dass es geht, nennen Sie mir doch jetzt eine kubische Gleichung. Also, ich nenne Ihnen eine kubische Gleichung. 4x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 7x plus 123 gleich 0. Kubische Gleichung, die gebe ich Ihnen. Wenn Sie jetzt wissen, wie man die löst, dann lösen Sie die. Und Sie sagen mir drei Lösungen. Was weiß ich? x1 gleich 1, x2 gleich 2 und x3 gleich minus 2. Ja, stimmt mit Sicherheit nicht, weil durch Raten löst man solche Gleichungen eben nicht. Okay, also, ich gebe Ihnen die Gleichung, Sie rechnen es aus. Und so lief es tatsächlich wohl ab bei diesen Mathematikern. Tartaglia stand vorne, hat gesagt, ich kann's. Und dann haben die gesagt, okay, dann beweis es mal. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich gebe euch die Lösungsformel nicht. Sondern, ihr gebt mir so eine Gleichung, zum Beispiel die. Tartaglia nimmt die Gleichung, geht ins stille Kämmerchen, rechnet 5 Minuten lang die Lösung aus
kommt zurück und sagt, die Lösungen sind 1, 2, minus 2. Und jetzt können die anwesenden kritischen Mathematiker natürlich ganz leicht die Lösungen einsetzen und überprüfen, ob die stimmen. Das ist trivial, das kann jeder tun. Wir setzen ein, zum Beispiel 1, dann kommt hier 4 plus 2 minus 7 macht minus 1 plus 123, ist keine Lösung. Haben wir ganz schnell überprüft. Ja? Sehen Sie das Prinzip? Das Überprüfen, ob die Lösung richtig ist, das kann jeder ganz billig und ganz schnell machen. Aber die Lösung finden, das kann ich nur, wenn ich den Algorithmus kenne. Geniale Geschichte, was der Tagelehrer da gemacht hat. Und genauso funktionieren Zero-Knowledge-Protokolle. Das ist das Prinzip. Bloß, dass, ich meine, schauen Sie, heute geht es ja, was ist denn heute das Geheimnis? Das Geheimnis ist ein Schlüssel, ein Passwort. Also das heißt eine Bitsequenz. Eine Folge von 128 Bit. Das ist mein Geheimnis. Jetzt möchte ich meinen Gegenüber davon überzeugen, dass ich das Geheimnis kenne, ohne dass der die Bits erfährt. Und das ist natürlich was anderes, weil hier war das Geheimnis die Formel zum Lösen kubischer Gleichungen. Also so können wir es nicht mehr machen, weil die Formel für kubische Gleichungen steht heute in jeder Formelsammlung drin. Die ist nicht mehr geheim. Ja? Wir brauchen allgemeinere Verfahren. Und dann schauen wir uns vielleicht nur dieses Beispiel an. Der geheimnisvolle Geheimgang. Also die Peggy, das steht für Prover, also die möchte beweisen, dass sie das Geheimnis kennt. Ja? Und zwar, ja, sie weiß, wie man diese Tür hier öffnet, in diesem Geheimgang drin, und möchte den Victor, das ist der Verifier, der Überprüfer, den möchte sie davon überzeugen, dass sie die Tür öffnen kann, aber ohne, dass der Victor zuschaut. Der darf nicht mit rein und gucken, wie sie die Tür aufmacht. Ja? Ich meine, hier gibt es natürlich einen einfachen deterministischen Algorithmus, der das macht. Der Victor steht hier hin, die Peggy geht da rein, also der sieht, er steht hier hin, er steht hier an diese Stelle hin und sieht, wo die Peggy reingeht und sagt, okay, und überprüft vorher, die Tür ist zu, und jetzt sagt er, du gehst hier rein und kommst da raus, und damit hat sie bewiesen, dass sie die Tür aufmachen kann, ohne dass er zuguckt. Das ist leider nicht das Beispiel, was wir hier brauchen, sondern wir brauchen jetzt einen probabilistischen Algorithmus, so wie hier auch. Schauen Sie, bei den Mathematikern, wenn der Tartaglia eine kubische Gleichung gelöst hat, dann werden dann nicht alle Mathematiker überzeugt sein, die werden sagen, oh, Zufall, Glück gehabt. Und dann würde er sagen, gebt mir noch eine Gleichung. Und dann, nach 5 Minuten, kommt er wieder, hat es gelöst. Und dann gibt es sicher noch superkritische Mathematiker, die sagen, oh nö, wieder Glück gehabt. Dann halt eine dritte Gleichung. Und irgendwann werden die alle zufrieden sein und sagen, boah, cool, der hat jetzt 20 Gleichungen gelöst, das geht durch Raten nicht. Also weiß er die Formel. Und so machen wir es hier jetzt auch. Ja? Und zwar, der Victor, der steht hier und sagt, okay, Peggy, du gehst jetzt da rein, und zwar, sie darf da reingehen oder da. Und wenn die dann reingegangen ist, dann öffnet sie die Tür, und jetzt ruft der Victor von hier rein, ohne dass er sieht, wo die steht, ruft er rein und sagt, du musst links oder rechts rauskommen. Er sagt dir, auf welcher Seite sie rauskommen muss. Und dann geht der Victor an diese Stelle hin und schaut, kommt sie tatsächlich da raus, wo er es wollte. Und jetzt ist es natürlich so, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% die Peggy auf der richtigen Seite rauskommt, auch wenn sie den Schlüssel gar nicht hat. Weil wenn die jetzt hier steht und der sagt, du musst hier rechts rauskommen, dann wird sie das können. Aber wenn er sagt, links rauskommen, dann geht es nur, wenn sie den Schlüssel hat.
Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 kann die Peggy betrügen. Auch wenn sie den Schlüssel nicht hat. So, das ist natürlich nicht besonders toll. Das wird diesen Viktor nicht davon überzeugen, dass sie den Schlüssel hat, wenn die bei einem Versuch richtig rauskommt. Aber jetzt, wie bei dem Tartaglia, jetzt wird das Experiment wiederholt. Der Viktor wiederholt es 2-mal, 3-mal, 4-mal, sagen wir 100-mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 100 Versuchen die Peggy den 100-mal reinlegen kann? 1/2 hoch 100, so ist es. Also extremst klein. Extremst klein. Oder andersrum, wenn die Peggy 100-mal richtig rauskam, dann wird der Viktor glauben, die hat den Schlüssel. Und das ist das Prinzip von den Zero-Knowledge-Protokollen. Auf diesem Prinzip basiert das Fiat-Shamir-Protokoll, was ich Ihnen jetzt vorenthalte, weil das ist nicht ganz trivial. Das Prinzip ist genau so, wir haben so eine Wahrscheinlichkeit von 1/2 für einen Betrug, aber die Technik ist ziemlich detailliert. Erstens haben wir nicht die Zeit und zweitens will ich Ihnen das auch nicht antun, dass Sie das dann auf die Prüfung können müssen. Ja? Also lassen wir das Fiat-Shamir-Protokoll jetzt weg. Und gehen zum Kapitel digitale Signaturen. Ja, da können wir noch kurz ein paar Worte sagen. Also ich meine, wir haben vorhin ja schon einige interessante Dinge kennengelernt über digitale Signaturen. Jetzt geht es aus der Sicht des Anwenders. Welche Eigenschaft soll eine Unterschrift haben? Und zwar die Eigenschaften, die wir hier jetzt sehen, die gelten nicht nur für digitale Signaturen, sondern für handgeschriebene genauso. Und an jeder Stelle dürfen Sie sich überlegen, erfüllt eine handgeschriebene Signatur die Eigenschaft oder eine digitale Signatur. Diese Begriffe, die da stehen, die stammen von dem Bruce Schneier aus seinem Buch. Ich bin da nicht so ganz einverstanden damit, aber ich habe sie einfach so übernommen, weil der Schneier, das ist schon die Referenz. Ja? Also, digitale Signaturen sollen authentisch sein. Das heißt, sie zeigen, dass der Unterzeichner willentlich unterschrieben hat. Also, dass der wirklich die Unterschrift bewusst wollte und nicht gezwungen wurde dazu. Ja? Erste Eigenschaft. Zweite Eigenschaft, fälschungssicher. Sie beweist, dass der Unterzeichner und kein anderer das Dokument unterschrieben hat. Also normalerweise wird hier an der Stelle der Begriff authentisch verwendet. Ja, das ist sehr ungewöhnlich, dass der Schneier das jetzt so gemacht hat. Aber ja, lassen wir es mal so. Diese zweite Eigenschaft, die erfüllen digitale Signaturen mit sehr hoher Sicherheit. Handgeschriebene Signaturen mit mittelmäßiger Sicherheit, sage ich mal. Ja? Weil so eine handgeschriebene Unterschrift zu fälschen, das ist heute sowieso eine Kleinigkeit. Wenn man sieht, dass heute zum Beispiel Faxkommunikation als rechtsgültiges Dokument an ganz vielen Stellen verwendet wird und ich meine, auf einen Fax eine Unterschrift drauf zu kopieren, ja, was Einfacheres, das gibt es ja gar nicht. Also handgeschriebene Unterschriften können Sie vergessen, was das betrifft. Digitale sind da sehr sicher. Sie ist nicht wiederverwendbar, kann, genau, das ist ja genau der Punkt, sie kann nicht auf ein anderes Dokument kopiert werden. Bei handgeschriebenen können Sie vergessen. Ja. Bei digitalen Signaturen, das überlegen wir uns jetzt noch kurz. Wie ist es bei der digitalen Signatur? Also die, hier, da steht die Formel. Das ist die Formel für die digitale Signatur. Jetzt ist die Frage, kann ich die kopieren auf ein anderes Dokument? Also kann ich diese Signatur M'ESA von F von M? Das können wir natürlich machen. Kein Problem. Ich meine, in der digitalen Welt, ich nehme halt diese Bitfolge und kopiere sie dahin. Aber das hilft nichts, wir können schon kopieren.
Aber niemand wird diese Unterschrift akzeptieren, weil sie nicht gültig ist. Weil sie eben nicht den Hashwert von dem Dokument hat, sondern von einem anderen. Also, digitale Signaturen sind hier sehr sicher, handgeschriebene nicht. Das unterzeichnete Dokument ist unveränderbar, ist ja auch wichtig. Schauen Sie, wenn Sie jetzt einen Mietvertrag unterschreiben und hinterher ändern Sie was ab, Sie tun mit Tippex den Mietvertrag, statt 300 Euro schreiben Sie 200 Euro hin und dann müssen Sie bloß nur 200 Euro zahlen. Und der Vermieter wird sich dann beschweren und gehen Sie zum Richter und sagen, aber hier, sehen Sie, da steht drauf 200 Euro. Kein Problem, sowas abzuändern. Übrigens, was macht man bei den klassischen Unterschriften, um genau diesen Betrug zu verhindern? Man macht so einen Aufdruck und gibt's. So ist es. Man macht zwei Kopien. Beide Parteien haben eine Kopie. Und wenn dann beim Richter plötzlich zwei verschiedene Varianten erscheinen, dann haben Sie ein Problem. Ja? Der Richter wird nur dann kein Problem sehen, wenn beide Varianten gleich sind und beide Parteien sagen, jawohl, das ist der Vertrag. Ja? Das heißt, wir brauchen da zwei Kopien und so weiter. Bei der digitalen Unterschrift ist das überhaupt kein Problem. Warum? Warum ist das kein Problem? Das ist die digitale Signatur. Ja? Das, also dieses Dokument M ist unveränderbar. Warum? So ist es. Wenn sich ein Bit ändert, dann passt der Hashwert nicht mehr und die Signatur auch nicht. Fertig. Ja. Und übrigens, da sieht man auch schon sehr schön, ein ganz großer weiterer Vorteil der digitalen Signaturen ist der, die Signatur hier, die ist logisch verknüpft mit dem Dokument und nicht physikalisch. Auf den klassischen Papierdokumenten, da ist die Unterschrift physikalisch verknüpft mit dem Dokument, weil sie auf dem gleichen Blatt Papier stattfindet. Ja? Das macht ja niemand, aber nehmen wir an, wir haben einen Mietvertrag, das ist eine DIN A4-Seite, und jetzt nehmen wir ein leeres Blatt Papier und sagen, und darauf unterschreiben wir beide. Ja? Völliger Unsinn, weil dieses leere Blatt Papier, okay, das bleibt zwar, aber dann kann ich den Mietvertrag beliebig austauschen. Deswegen müssen die Unterschriften auf dem gleichen Blatt Papier sein. So, wie ist das hier in der digitalen Welt? Das ist überhaupt kein Problem. Wir können, schauen Sie, wir nehmen M, ich nehme mein M und schicke das per Internet an den Empfänger. Heute. Eine Kopie von dem M habe ich ja selber immer noch. Und dann warte ich zwei Wochen und zwei Wochen später signiere ich das Ding, ESA von F von M, und schicke das an den Empfänger. Ja, damit hat er eine gültige Unterschrift, die zu völlig anderem Zeit, an völlig anderem Ort irgendwie gesendet wurde. Die ist absolut gültig, ganz wichtig. Die Unterschrift ist logisch verknüpft mit dem Dokument und nicht physikalisch. Und das hat ganz viele Vorteile. Zum Beispiel den Vorteil, wenn Sie zum Beispiel so Multimedia-Datenbanken haben. Ja? Ich meine, heute auch in Firmen wird es immer wichtiger, dass die Dokumente authentisch sind und dass man zum Beispiel nach 10 Jahren immer noch sehen kann, wer hat diesen Film gedreht, wer hat diese Software entwickelt und so weiter. Und der Entwickler von dem Programm, der signiert das Programm. Aber die Signatur, die muss jetzt nicht im Source Code in der Datei drin sein, sondern die ist losgelöst. In meiner Multimedia-Datenbank, da gibt es dann ein Feld für das Video und daneben irgendwo gibt es ein anderes Feld für die Unterschrift zu dem Video. Völlig abgekoppelt, physikalisch, aber logisch über diese Hashwert- und Signaturgeschichte logisch verknüpft. Das hat natürlich ganz viele, ganz tolle Vorteile, was wir da mit der digitalen Signatur alles machen können. So, jetzt schauen wir uns noch kurz die letzte Eigenschaft an. Unterschrift ist bindend. Das heißt, die Unterzeichnerin kann später nicht behaupten, dass sie das Dokument nicht unterschrieben hat. Andersrum, wenn ich heute ein Haus kaufe und beim Notar den Kaufvertrag unterschreibe,
dann kann ich nicht morgen kommen und sagen, oh nö, ich habe es mir anders überlegt, ich will jetzt nicht bezahlen. Ja? Sondern dann muss ich bezahlen. Das heißt, der Verkäufer wird vor Gericht gehen und sagen, hier, du musst bezahlen. Ja? Und das ist natürlich wichtig, weil damit sind natürlich wieder Sicherheitsanforderungen verknüpft. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Wenn der Verkäufer dann vor Gericht geht, dann werde ich verknackt. Ja? Und wenn es jetzt möglich ist, dass einer meine Unterschrift fälscht, dann werde ich verknackt für Dinge, die ich gar nicht getan habe. Und deswegen sind natürlich sehr hohe Sicherheitsanforderungen da. Und auch an der Stelle muss man sagen, digitale Signaturen sind viel, viel sicherer als handgeschriebene. Ja? Ich will nicht sagen, dass digitale Signaturen absolut sicher sind. Ich will nur sagen, handgeschriebene Unterschriften sind so unsicher, wie man sich bloß vorstellen kann. Okay, gut, ja, damit machen wir Schluss für heute.